Grüß Gott. Haben Sie Mixer? Ja. Möchte ich einen Mixer kaufen, aber weiß nicht, gute muss sein. Gern. Wir haben zwei, drei verschiedene Modelle. Der hier, der ist sehr schön. Der wird eigentlich sehr oft gekauft. Was kostet das? 169,50 Mark. Gutes Misch. Wie? Nix, nehme ich das. Bitte sehr. Ne, şuralarda biraz kısaltsana. Sen bilirsin, bence böyle daha iyi. Niye bu suratın Allah'ın seversen Halime? Ne var senin? Şşş, bilmiyormuş gibi sorma. Söyledim sana. Son zamanlarda çok işim vardı. Onun için arayamadım seni. Peki kızma. Yakında göreceksin. Öyle kral bir işin peşindeyim ki. Her şey hazır gibi. Neymiş o? Ya, ver aşkım. Önce %100 tamam olsun, ondan sonra. Sevinmedin mi? Sevindim. Tamam. Baba, şunları da al şöyle biraz, şunları ver. Şöyle. Ne yapalım? Seni tanıyanın anasının... Taksi, biber abartsene. Hayır, hayır. Hatırlamıyorum, tanıdım seni. Ben demeyeyim. Bira dedik, duymadın mı? Tamam. Anladım. Tren'in kafası çok meşgul. İki gencin ne hissettik? Pat, Santaraza'daki kanı. Kocan yok ha. Ah! Ulan yüreğime indirdim be. Bir bira versene lan. Tamam lan. Bir bira versene. Ya demek böyle. Sana olan aşkımı niye inkar ediyorsun lan Cemal? Cemal'i herif. Diana'yı aslında. Yana kadın ismi. Senin yerinde olmayı çok isterdim. Bütün dünyayı bir çiş sahilinde gezmek ne kadar. Bütün... Benim çocuklar, ben yılanı biraz önce tatilleri viskisine geçireyim dedim. Ama bu sefer de viskisine geçecek olan tatil. Benim bile hazır. Tahsin, ha. Saat kaç? Aşağı yukarı. Tahsin, saati söylemedin be. He. Bunlar bütün gün böyle ya. Ne yapayım? Bak şimdi Ela'yı nasıl yutuyorum abi. Tahsin! Saat kaç ya? Duvar saatine bak. Ulan gene. Na Frau Korkmaz. Na wie geht's Ihnen? Gut, Frau Lewiski. Immer muss so sein. Wie lange haben Sie denn noch bis zur Entbindung?
Entbindung? Was ist das? Das ist, wann kommt Ihr Baby? Ach ja, Juni. So sagt. Da haben Sie ja gar nicht mehr so lange hin. Ja, und wie fühlen Sie sich so? Ach, mal so. Aber er war gestern ich Doktor. Doktor, muss ich aufpassen. Nicht strengen. Anstrengen. Anstrengen. Nicht viel anstrengen und keine zu viel Spaziergänge. Ja, dann passt es nur gut auf sich auf. Pass ich schon auf und Wiedersehen. Das ist auch wieder eilig. Das muss gestern fertig. Ja, ja. Ja. Komm gleich. Ja. Ist das mit dem Kreuz? Nicht so wichtig. Immer gleich. Du. Weißt ja. So was sollst du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nein, nicht Schulter. Mehr unten. Ja, ich verstehe dich schon. Ich wollte nur sagen, sowas musst du ernst nehmen. Bist du schon beim Doktor gewesen? Sowas kann man unter Umständen operieren. Ja, Doktor, weiß. Aber jetzt keine Zeit. Ja? Muss erst einmal Baby kommt. Vielleicht später. Ja, wieso? Ja, kriegst du vielleicht was Kleines. Habe ich nicht erzählt? Meine Frau, wir warten ein Baby. Ja, sowas. Ja, wann denn? 2 Monate, Doktor sagt. Du bist mir aber einer. Erzählst du mir ja da gar nichts davon. Freut sich drauf. Ja. Ja, sowas. Gute Arbeit. Das ist für mich keine Arbeit. Bin ich nicht alter Mann, oder? Darauf möchten wir jetzt eins trinken. Möchte ich jetzt keinen. Nimm doch schon, hab dich doch nicht so. Prost auf euer Baby. Prost. Guten Tag. Heute Mixer kaufen und ja. Hause gehen und gucken. Aber kaputt, möchte ich neue. Geben Sie bitte. Kaputt, das kann mir nicht denken, dass der kaputt ist. Funktioniert. Wissen Sie, Steckdose in Ihrem Haus kaputt. Du verstehst, Steckdose kaputt. Mixer nix kaputt. Ich weiß nicht, Mixer nicht kaputt. Aber hier kaputt. Ach ja, naja, Sie haben ihn unsachgemäß behandelt. Sie haben ihn fallen gelassen. Was weiß ich? Dafür leistet mir keiner Satz. Was denn? Sie nicht gucken, keine Interesse? Möchte ich neue Mixer? Geben Sie keine? Liebe Frau, ich kann mich nicht den ganzen Vormittag mit Ihnen abgeben. Ich habe auch noch andere Kunden. Das ist nicht letzte Wort. Komme ich andermal. Bitte sehr. Ok.
Sehen gehen kaçık yine. Bugün yoruldum galiba ama alışverişi de bitirdim. Aman çocuğa dikkat et ha. He, çocuğun mikserini aldın mı? Aldım. Al, bu temiz. Hemen sofrayı hazırla da yemekten sonra Erollar gelecek. Erollar mı gelecek? He, onunla önemli bir şey konuşmam lazım. Ha. Cengiz gelmedi mi daha? Canım ne istiyorsun çocuktan? Gece gündüz çalışıyor, bu kadar da Hakkı değil mi? Oğluna da hiç toz kondurmuyorsun ha. Hayret aman bir şey ya. Aman Dursun. Hallo, nicht umdrehen. Was los? Was wollen Sie von mir? Keine Frage, geh weiter. Wohin? Nereye olacak? Freizeitheime. Eşek yapması buna derler. Warum hast du Angst, Kavala? Na klar, der Angst, das sieht man jetzt noch. Los jetzt, wir gehen. Na, ich nicht, ich bin müde. Oldu, oldu, kusura bakma, kızdırırsan. Auf der Schere von mir. Canım, suratını açma, ben hadi gel. Ich bin ja gar nicht sauer. Aber komme ich keine Nacht vor 12 ins Bett und dann jeden Morgen 6 aufstehen und arbeiten gehen. Du kannst Wochenende ausschlafen. Bist du alter Mann, oder? Okay. Aber lange bleibe ich bei Stimmen. Guten Abend, Erol abi. Guten Abend. Wo sind deine Liebste? Die kommt ein bisschen später, ne? Sie wollte mir eine Kassette geben. Ach, geh schneller rauf. Sie ja. Telefoniert mal. Oh, Erol, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne duruyorsun, gelsene. Sanem Andrea'dan bir şey alacakmış da onun için yukarı çıktı. İyi, geç. Hoş geldin Erol. Oh, hoş bulduk yenge. Ne var ne yok? İyilik be abi, sizden ne haber? Ne olsun işte. Ne olsun, iyilik. Siz nasılsınız? Andrea nerede? Sağ ol. İdare ediyoruz. Biraz sonra gelecek. Sigara? Sağ ol. İçmiyorum. Erol. Buyur yenge. Ayıp olmasa pembe yengenin yine senin aklına ihtiyacı. Hayda. Bırak çocuk daha yeni geldi ya. Gelir gelmez ne saldırdı? Soluk alsın bırak. Olsun be Dursun abi. Ben yabancı mıyım? Şey diyecektim, Allah izin verirse yakında bir kızımız olacak. Kızımız mı olacak? Hoppala. Onu da nereden çıkarttın? Oğlumuz olacak, oğlumuz. Ben biliyorum, kız olacak. Şimdiye kadar bilmedin mi? Bilemedin tabii. Cengiz'e de kız olacak dedin. Cengiz oldu. Aman lafımı kesme Dursun. Bebeklerin bir sürü şeye ihtiyacı vardır. Uzun zamandır aklımdaydı. Bugün gittim bir miksere. Oo, çok güzel. Güle güle kullanın. Ama bu çatlak. Ya işte dert de burada ya. Ben de eve gelince açtım kutuyu, baktım ki çatlak. Bu sorun değil yenge, değiştirirler. Değiştirmemişler. Değiştirmemişler mi? Evet. Değiştirmediler. Hemen gittim tekrar dükkana. Dilimin döndüğünce anlattım. Benim Almancam da ortada. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Eşek satıcı da bir sürü şey sayıp döktü. Sonunda da nein dedi, başka bir şey demedi. Aman bu da mı dert yenge? Ben yarın sabah gider değiştiririm. Hangi dükkandan aldın? Yo, ben kendim yaparım. Yaparım da sen bana ne diyeceğimi öğret yeter. Ya ne inatçı kadınsın. Yaparım diyor Erol. Bırak yapsın işte. Aa, ben her zaman Erol nereden bulayım yardım etsin bana? Bunca zaman öğrenemedin de şimdi mi öğreneceksin? Öğrenmenin yaşı başı mı olurmuş? Hoş geldin. Ne demem lazım derim. Sen önce şimdi ne söyledin onu de bakayım yenge. Ne diyeceğim? Guten Tag und heute diese Mixer kaufen ama kaputt dedim. Yanlış değil mi? Yo, pek yanlış sayılmaz. Adam belki de anlamadı ya da anlamak istemedi. Bana öyle geliyor ki anlamak istemedi huzurlarım. Neyse, şöyle ya da böyle. Sen yarın gidince şöyle de. Ich habe gestern bei Ihnen diese Mixer gekauft, aber... Dur. Halime, şuradan bana kağıtla kalem ver. Sen en iyisi yazı ver Erol. Ben oturur ezberlerim. Ne? Ezberleyeceğim mi? Hiç anlamadığım halde zamanla Kur'an'dan bir sürü sure ezberlemedin mi? Şimdi yaşlı kadın oldum diye iki cümle Almanca'yı mı ezberleyemeyeceğim? Nasıl istersen anneanne. Madem ki satıcı seni anlamak istemedi, o zaman sen de şefle konuşmalısın. Bak, şefe şöyle... Evet. Bence de en doğrusu bu. Sen şefle konuşacaksın. Anladım. Sen ona en iyisi yazıver o. Ich möchte bitte den Chef sprechen. Şef gelince diyeceksin ki... Ich
habe gestern bei Ihnen diese Mixer gekauft, aber er hat einen Sprung. Sprung neke? Sprung, çatlak kırık anlamında. Bitte geben Sie mir einen anderen. Hier ist der Garantieschein und die Rechnung. Ich wollte ihn schon gestern umtauschen. Aber Ihr Kollege hat mich abgewiesen. Jo, jo, ben onu diyemem. Şey desem olmaz mı? Er will nicht helfen. Olur ama er wollte mir nicht helfen dersen daha iyi olur. Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Eline sağlık. Sen bu yazdığım gibi söyleyin. Ne konuşacaklarmış anne? Ne bileyim kızım, babam bana bir şeyini anlatmaz ki. Dedim ya, iyi bir işe benziyor. 15-20 kişiden 3'er bin toplasalar epey para eder. Ama bu işin sonunda karı nasıl dağıtırlar, bu iş nereye varır ben de bilmem. Tayfun'u tanıyorsun. Ama bu kez işin içinde bir Alman da varsa, Almanlara bilirsin para konusunda bayağı sağlandılar. Grüß dich, hallo. Grüß dich. Sen niye çıktın yukarıda bana kazete von Andrea geholt? Wo sind die alle? Andrea, bin ich hier, komm her. Merhaba Pembe. Grüß dich, Andrea. Hoş geldin. Na, backst du Kuchen? Das nicht Kuchen, das kremale Bulma-Börek. Ganz speziell meine Heimatprodukte. Hallo? Kannst du gucken? Taifu? Das bisschen Deutsch muss ich lernen. War ich Mixer kaufen, aber sprungt. Verkaufe nimmt nicht. Umtauschen. Ich gehe jetzt weiter mal. Aber erste gut lernen, dann besser. Wir hatten das geschrieben. Das Erol schreiben. Erol hat das geschrieben. Schreiben? Geschrieben? Das Schreiben nicht gut? Nee, eigentlich nicht. Ist ja schon vorbei. Wenn es vorbei ist, musst du sagen, geschrieben. Erol hat geschrieben. Immer schwer für uns. Und geschreibt und geschrieben und geschrieben. Halime! Bir dakika Tayfun. Kim o? Şey, bana, Zeynep. Wie heißt denn das Ding, mit dem du deinen Tiger sollst? Das Oklava. Oklava? Ja, ama große Oklava, wie unsere Familie. Deutsche Oklava zu klein. Darf ich mal? Ja, klar. Sag mal, warst du eigentlich schon beim Arzt inzwischen? Ja, gestern. Nicht gestern. Gestern schon vorbei? Vorgestern. Und, was ist? Was hat er gesagt? Nicht so gut. Wieso? Stimmt was nicht? Nee. Muss aufpassen, sonst abgehen. Ach du meine Güte. Du, nimm das bloß nicht auf die leichte Schulter, sonst passiert wirklich noch was. Ich kenn das. Bei mir im Krankenhaus gibt's ständig solche Fälle. Ja, pass ich auf. Ermut. Halime, darf ich mit dem Telefon? Ne istiyormuş Zeynep? Hiç, şimdi geliyorum. Schau mal, ist das so richtig, Pembe? Ganz gut. Jetzt kannst du ein bisschen helfen. Ja klar. Also gut, dann bin ich der Verkäufer und du kommst rein. Und was sagst du? Aber noch nicht gut vielleicht. Nee, nicht ablesen. Im Geschäft kannst du auch nicht ablesen. Einen Moment. Şu evde beni biraz kız var. Also, guten Tag. Heute Ihre Geschäft eine Mixer kaufen. Ach, gekauft. Nee, das geht nicht. Nur gekauft ist zu wenig. Du musst sagen, ich habe gekauft. Immer muss so sein? Ja, wenn es vorbei ist. Schau mal.
Hier, ich habe gekauft. Habe und gekauft. Das zusammen macht Gäste? Ja, genau. Wenn es vergangen ist, brauchst du zwei Teile. Sütle im Urteil. Also, wenn schon vorbei, zwei Teile. Wie meine Börek. Wie heißt Teig? Also, Teig gibt und Grinne gibt, zusammen schmeckt. Genau, Teig und Füllung für deinen Börek, habe und gekauft für die Vergangenheit. Halime, sag mir, was ist denn eigentlich alles in der Füllung drin? Zuerst Zwiebeln mit Hackfleisch muss man anbraten. Und dann zuerst immer haben. Muss so sein? Wie? Ach so, ja. Ich habe, du hast und so. Und dann gegessen, gebacken, gekauft und so. Und was für Gewürze nimmt man? Rote Paprika, Pfeffer, Salz, zum Schluss klein gehackte Petersilie. Dann warten, bis kalt ist. Das ist alles. Was ist das denn? Ach, Milch, Ei und Öl. Das kommt auf das Ganze drauf. Andrea? Ja? Höre ich immer, Beispiel, bin gegangen, bin gekommen, keine haben gibt. Höre ich falsch, oder? Nee, das stimmt schon. Ich bin gegangen, ich bin gekommen, da gibt's kein haben, da hast du recht. Aber warum muss so sein? Gibt es eine, wie heißt das, wir sagen, Rezepte? Rezept? Ja, da gibt's sicher eine Regel, aber ich weiß sie nicht so genau. Ich spreche einfach nach dem Gefühl. Aber meine Gefühl ganz anderes. Du steckst ganz anderes. Bak anne, fahren, laufen, gehen gibi şeylerde bin kullanılıyor. Tamam, tamam. Anladım. 40 Minuten. Dann fertig. Gebe ich euch ein Stück. Schmeckt ganz gut. Önce bir Ömer amcayla konuşsaydın. Konuştum, konuştum. Ondan da para istemiş Tayfun. Adamın zaten emekliliği gelmiş. Ne yapsın gider ayak takıntıyı. Neyse, bu işi halledeceğiz. Biraz daha düşünmemiz lazım galiba. Sağ ol Erol. Rica ederim Dursun abi. Cengiz ne abi? Ha, Cengiz iyi, bir inşaatta çalışıyor. Pek iyi bir iş değil ama yine de işi var ya. Abla, was ist? Und was denkst du? War etwas Besonderes? Warum? Ich weiß nicht, deine Augen glänzen so. Bitte sag's mir, bitte, bitte. Sen anlamazsın, küçüksün. Ich verstehe mehr, als du denkst. Hast du deinen liebsten Tafel getroffen oder glaubst du, dass ich... Sei still und ärgere mich nicht. Ach, du bist blöd. Oo, maşallah beyefendi. Bu saatte mi geliyorsun eve? Hayır, bir şey diyorum. İyi günler. İyi günler, iyi işler. Übernehmen die Verantwortung dafür nicht mehr. Das ist ein Schweinestall. Ja, was sind die denn machen? Das ist mir völlig egal, wie Sie das machen. Die Papiere sind morgen auf dem Tisch. Genial, Zeitdruck. Nein, so geht's nicht weiter. Das ist meine Verantwortung hier. Ich übernehme das nicht mehr. Das ist ein Schweinestall hier. Keine Baustelle. Ich mit dem Chef sprechen. Ja, bitte? Sind Sie der Chef? Natürlich. Also,
Habe ich gestern hier diese Mixer gekauft. Aber gibt es Sprung? Wollte ich umtauschen. Aber Verkäufer gesagt, nein, geht nicht. Er viel gesagt. Alle ist nie verstanden. Ganz schnell spricht er. Und unfreundlich. Schade. Hier ist der Garantieschein und die Rechnung. Ich möchte heute tauschen. Das geht natürlich in Ordnung, gnädige Frau. Herr Schraufnagel, ein Umtausch. Erledigen Sie das bitte. Moment. Haben Sie einen Garantieschein? Hier, bitte. Möchte ich neu. Naja, da wollen wir mal sehen, ob wir überhaupt noch eine haben. Ja, die gleiche haben wir nicht mehr. Ne? Ja, ja, grüße mich Gott. Ja, ja, selbstverständlich, die sind fertig. Ich werde mich drum kümmern. Einen kleinen Moment, bitte. Ja, wir prüfen das. Nein, nicht Sie. Moment. Ja, ja. Ich schicke Ihnen zu. Selbstverständlich machen wir das. Auf Wiederschauen. Danke, danke für den Anruf. Wiederschauen. Ja, bitte wer? Dursun. Haben wir keinen? Gibt's bei uns nicht? Ach, Kortmatz. Ja, sagen Sie es halt dann gleich. Moment. Herr Kortmatz ans Telefon! Was? Kortmatz ans Telefon! Kortmatz, Telefon! Ja? Der Kortmatz, Telefon! Kortmatz, Telefon! Was? Kortmatz, Telefon! Dursun, Telefon! Frau Kortmatz! Ich habe Sie schon gesucht, Ihr Mann hat angerufen. Was denn los passiert ist? Geht du gut, Dursun? Nein, nein, mit Dursun ist alles in Ordnung, aber Cengiz ist wohl bei der Polizei. Meine Cengiz, Polizei, was macht? Jetzt regen Sie sich nur nicht auf, ich weiß ja auch nichts Genaues. Sie brauchen irgendwie seine Aussage. Cengiz, meine Cengiz. Meine Cengiz.